Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 Überleben Deutsch Part 125, glaube ich, oder 26, keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir weitergemacht mit dieser Lass uns graben Mission oder wie auch immer. Oder das große Graben. Und wir sollen so einen Typen für diesen Bobby hier befreien, hier den da. Und der hat irgendwie an einem Protektron gearbeitet und hat uns irgendwie nicht mehr dazu gesagt und ich nehme an, wir müssen den Protektron jetzt irgendwie reparieren oder so. Da bin ich den mal gefunden, aber ich bin immer hier direkt so vorbeigegangen, keine Ahnung. Ich habe irgendwie nicht gesehen, dass hier so ein Weg neu ist. Und ja, hier ist ein Protektron. Ich glaube, den sollen wir vielleicht oder vielleicht auch nicht aktivieren. Mel. Mel hier. Kann ich dir helfen? Okay, anscheinend. Nein, okay. Experte, hä? Aber ist nicht verboten, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nur auf eine Weise machen kann, diese Mission. Ja, fast. Weil irgendwie. Ne. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier nur durch Computer-Ecken reinkommt, weil da müsste man ja theoretisch zwei oder drei Perks hier haben. Und normalerweise kann man Fallout oder in Elder Scrolls spielen, immer auf verschiedene Weisen irgendwas lösen. Mit diesem Protektor mal nicht nochmal aktivieren. Das Ding ist seit Monaten kaputt. Falls du sie neu oder einfach nur oder wir sind in Einheiten bei uns eine Rotäre, das Feuerzivilisten geöffnet. Da niemand der CCC reparieren kann, verwenden wir den Protektor bis auf Weiteres nicht mehr. Gucken wir mal. Er geht voll mir auf den Hof. Ja, toll, strong. Du machst den kaputt, bevor die irgendwie darauf aufmerksam werden oder so. Da hat's vollgebracht. Mel hier. Kann ich dir helfen? Ich werde dich da raus. Dann solltest du was ganz anderes. Ich sollte für die Wachen einen Blick drauf werfen, aber das war eine harte Nuss. Konnte nichts machen. Ja, und dann geht's einfach nicht weiter. Das ist das Problem. Komm schon. Er hat irgendwie nichts gemacht. Los, ein Wache, mach die Tür auf. Schlagholz, das ist eine Waffe. Red mal mit Mo Cronin. Er kann dir eins verkaufen. Hey, bist du dieser Händler aus Quincy? Hast du eine Salbe? Ich hab da diesen Aufsch. Oh Gott. Okay, keine Ahnung. Ich nehme einfach den Scheiß hier auf. Da ist irgendwas. Was zum... Diesmal versteckst du dich nicht. Jemand da sein? Leck mich. Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Gefunden. Boah. Gibt's doch nicht. Hat einer von euch einen Zellenschlüssel oder so? Let's play Doctor, nee, let's play Fallout. So, ich spreche jetzt mal mit dem Bürgermeister. Ob der irgendwie freilässt oder so. Weil anders fällt mir jetzt nicht ein. Der Protektor hat gar nichts gemacht. Irgendwie kann ich die Mission gar nicht weitermachen, habe ich ja Kühe. Er sagt einfach nur so, ich muss den Protektor hier und so reparieren, ne? Irgendwie konnte ich nicht irgendwie darauf reagieren. So ein Dreck. Dann reden wir mal mit dem Bürgermeister. Hoffentlich bringt irgendwas. Rekrutier Mel, ja. Schön da gerade.
Rekrutier Mel, was? Tja, danke, dass du mich rausgeholt hast. Was? Du bist also Bobbys neues Zeug. Was? Wie bist du? Ja, das angesagteste Geschenk des Jahres. Hol dir eins, bevor sie weg sind. Du wärst ein Hammergeschenk. Gott. Ich habe hier ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was? Sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt. Das ist ein großes Ding. The big one. Dann wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkorken versorgt. Bobby ist zwielichtig, aber letztendlich bezahlt sie immer. Ist sie? Packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Wie bist du herausgekommen, Mann? Muss ich wieder nach Dingens gehen? Ja. Okay. Habe ich gerne gemacht, dich da rauszuholen, ne? So nebenbei. Schon gefragt. Was zum... Oh. Fallout. Vor keinen einzigen Bug hier sicher. Oh Mann. Gut, machen wir einfach weiter. Wir haben natürlich so gemacht, wie es sein sollte. Ne? Wir haben alles hier nach Plan geregelt. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Ich glaube nicht, ne? Oh, den haben wir noch. Warum habe ich nichts in meinen rechten Arm ausgerüstet? Boah, was geht denn hier los? Ich habe nichts an meinem rechten Arm ausgerüstet. Was zum... Boah. Leck mich doch an. Weiter. Das mache ich nach der Aufnahme. Gibt es doch nicht. Ich merke jetzt erst, dass ich am rechten Arm nichts ausgerüstet habe. Junge. Kann doch nicht wahr sein, Mann. So, machen wir weiter. Die Grabung. Hoffentlich kommen wir. Aber wir wollen die von da aus den Diamond City kommen. Das sieht mir doch ein bisschen weit aus. Ein bisschen sehr weit. Was war, wo bin ich denn gerade auf der Karte? Immer noch hier. Und hier ist Diamond City irgendwo. Hier ist Diamond City. Das ist doch verdammt weit. Wie wollen die denn da hinkommen? Boah. In Schwierigkeiten, Mel. Was soll ich sagen? In Ordnung. Ich hab von den Besten das gelernt. Ist es. Mel, möchtest du deine kleine Freundin vorstellen? Ja, das ist Sonja. Dieser kleine Bot gräbt sich durch Erde wie eine Maulwurfsratte auf Jet. Ich bin gespannt darauf, was sie kann. Und ich kann es kaum erwarten, es dir zu zeigen. Wo bist du? Sie ist einzigartig. Ich habe ihre Funksysteme so modifiziert, dass sie Schallimpulse auf einer Frequenz aussendet, die jedes Sediment lockern. Ich habe jedes Wort verstanden. Wir kommen 10-mal schneller zum Tresorraum als durch Graben. Ah. Es ist wesentlich sicherer, als alles mit Dynamit zu sprengen. Also, es kann losgehen. Ich weiß nicht genau, was da passieren wird. Also, macht euch bereit. Sonja, leg los. Okay. Noch mehr Meyer Logs. Ich fühle mich geschmeichelt. Also, was hat's mit dem neuen Typen auf sich? Oh, da hatte ich Glück. Ist einfach zu mir gekommen und hat den Job angenommen. Er hält sich Anweisungen und ist nützlich beim Kampf. Was will ich mehr? Und schlecht aussehen tut er auch nicht. Was? Ich hinterlasse mir dieses Mal keine verbrannte Erde, hm? Okay, dann gehe ich weiter. Ich gehe da rein.
Oh ja. Meine Waffe bringt nichts. Wer blockiert mir den Weg? Strong, geh aus dem Weg. Du fettes Ding. What? Ich habe voll den Durchblick, was hier passiert. So engen Kampf sollte man nicht kämpfen. Ich habe nicht mal XP dafür bekommen, leck mich. Okay, da kommen auf jeden Fall welche raus, ne? Au! Das den und den. Ah. Wo bin ich? Ach hier. Mein Gott, wo ist Dingens hier? Wie null. Strong. Was ist da was? Mann. Und er stellt sich jetzt hier direkt vor. Weil du willst mich doch verarschen, geh aus dem Weg. Mann, verpiss dich. Viel zu sehr an einen Ort. Aber ist er immer noch am Leben? Was ist das? Oh, das gibt's doch nicht. Es sind noch mehr Leute, geh auf die los. Geh auf die los. Mann, sind alle am Leben? Bobby, Sonja, Mel. Okay, gut. Strong, gut. Oh. Irgendwo ist noch ein Gegner. Speichern, wir sind beinahe verreckt wieder. Wahrscheinlich nur, weil mir das rechte Teil fehlt hier. Geil. Wir haben ein bisschen eher gefunden. Gemüsestärke. Was? Ah, Strahlung. Ah. So mal hin. Hallo? Nein. Oh. Ja, damit. Oh. Sonja hier rüber. Sonja. Sind hier noch mehr? Okay, cool. Huh. Keine Ahnung, wie du das siehst, aber für mich ist das hier eine Sackgasse. Geht mir was zu machen. Ja. Lasse ich euch.
Hau dich einfach um. Was, Majorlor-König? Ich hoffe, es interessiert mich das. Oh, hallo. Geil. Ja. Haben wir noch einen gebrauchten? Ja. Ich habe endlich wieder ein Gestell. So, bevor hier irgendjemand was sagt, das ist meine. Strong hat das nicht gefallen. Warum? Jetzt kann ich leichter töten. Da, 300. Was? Alter. Geil. Aber ich habe leider keine Lampe mehr. Da muss ich mal was ändern. Zum Glück habe ich letztens den Dings mitgenommen hier. Ha. Bin ich gut oder bin ich gut? Neue Power Armor, neues Gestell. Oh Gott, wir werden sowas von sterben. Habe ich meinen Fatman dabei? Ich glaube nicht, ne? Ne. Und jetzt kommt irgendwas sehr Fettes wahrscheinlich, ne? Zum Glück sagt niemand irgendwie so weit von, ja, das gehört mir oder so, ne? Das gehört mir. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht hin, ne? Ist aber optionales, was ich gefunden habe. Ist ja geil. Den Elevator-Pistol brauche ich nicht. Bobby, finde einen Weg, auf dem wir weiterkommen. Denk. Sag mal die Karte. Ja, ich glaube, das war was optionales. Geil. Ich eine richtig gute Power Armor bekommen. Hier haben wir zum Beispiel was. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Du weißt, was zu tun ist. Ja, dann gucke ich aber noch mal hier. Guck ich noch mal hier um. Oder da müsste eigentlich nichts sein. Gut. Ich fühle mich jetzt sehr viel stärker. Wie sind meine Werte jetzt? 11 Stärke, okay. Das müsste ich mit meinen Schischkebab auch ein bisschen mehr abziehen. Was bist du denn? Komm mal her. Guck mal, wie ich jetzt ausgestattet bin. Boah, warum so wenig? Ich glaube, ich nehme wieder Dings. Das Chemdraun-Schwert. Das Ding ist verdammt schwach. Ich krieg keine Erfahrungspunkte, weil die alles wegkillen. Oh Gott. Oh. Wisst ihr euch? Halten wir so viel aus. Ich hab keine Angst vor dir. Na, früher auch nicht so viel ausgehalten, die Typen. Ich kann sagen, dann kann ich nicht nachladen. Ich hab keine Angst vor dir. Aber ja. Du fahr auch nicht so viel ausgehalten, oder? Oh Gott. Nein, dir. Nee. Alter. Was da? Hey.
Okay, er ist nicht ganz tot. Oh nein! So dreh dich nicht ab! Das gibt's doch nicht. Was ist das? Und das? Und das? Und das? Und das? Und das? Und den ja. Bams. Endlich mal. Alter. Kann ich mal sehen. Hey. Hier. Kommt der echt nicht hier hoch? Oh, du bist ein legendäres Viech, jetzt sehe ich das erst. Ich kipp mir die ganze Zeit um, ey. Ja, auch doch nicht genau über den Typen. Oh, bist du etwa verkrüppelt? Das tut mir leid. Was ist das? Oh mein Gott. Komm, Scharfschützengewehr. Jetzt habe ich auch noch ein Scharfschützengewehr, das im Band steckt. Oh mein Gott. Gut. Also wird die Auswahl schwierig für mein Scharfschützengewehr. Hier haben wir noch eine Wand. Hätten wir auch gleich irgendwie vom Tunnel aus irgendwo graben können. So, bitte keine Dingens mehr, keine Myologs. Nein, das war noch schlimmer. Oh, damit habe ich gerechnet, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ding dong, ja. Oh, bin ich denn? Oh Gott, was sind das für welche? Ja, ist wie Aliens aus Fallout 3 ein bisschen. Die Abominations. Gott. Natürlich sein legendärer dabei. Der einen Fusionskern schon mal der. So hat er nur 19. Keine Sorge, ich lenke sie ab. Das ist aber ein ganz schön actiongeladener Part hier. Ich will den, der vor mir ist, ja, angreifen, hallo? Drei Legendäre, willst du mich eigentlich verarschen? Eingefallener Villagur. Ah. Wisst ihr euch? Ich muss mich hochheilen. Mel, mach irgendwas. Ja, mutiert. So, Arm weg. Mach sie jetzt. Was ist du denn? Hey. Noch ein Scharfschützengewehr. Plasma. Plasmagewehr. So kann ich wegen meinen Stärkebonus jetzt voll viel tragen. So, das ist interessant. Gib mir die mal. Ich glaube, ich aber nicht ausrüsten im Moment, ne?
Okay. Komm mal her. Sag mir nicht, du hast wieder einen vollen reingepackt. Warum tut der direkt einen vollen reinpacken? So, 9 Schaden, scheiß auf. Wuff. Kann Strong wieder dagegen sein. Ne? Leck mich Strong. So. Kann ich hier den Dings auch irgendwie wechseln? Den Fusionskern? Jetzt tut der immer einen vollen reinpacken. Da, wo ist der dritte Legendäre? Hier 40er Pistole. Cool. So habe ich die Power-Rüstung ja mitgenommen. So habe ich die gefunden überhaupt. So. Mach mal so. Warte mal. Okay, ich dachte, da wäre so eine Falle oder so. Ja. Ja. What's wrong? Ehrlich? Und jetzt wegen den XP nochmal das hier. Das wahrscheinlich nur für die Tür ist. Aber egal. Also. Cool, war. Und ich glaube, ich kann die jederzeit verriegeln und damit öffnen. Dann kriege ich jedes Mal Erfahrungspunkte. Oder? So, gehen wir jetzt nicht Sinn. Wir sagen, als nächstes tun wir erstmal den Park wenden. Das ist eine Sackgasse, ne? Perfekt. Wenn ich den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich komme mich nicht hinsetzen mit der Pause von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.